Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Project Suit 2 Crimson Butterfly. Letzten Platz haben wir uns ja hier ein bisschen weiter umgesehen und haben irgendwie keinen Weg rausgefunden. Also schon, es gibt einen Weg raus, hier vorne irgendwo, der uns in den Hof führen sollte, allerdings fehlt uns dafür der Schlüssel. Und zum Glück haben wir hier noch eine Tür, die scheinbar jetzt offen ist. Gar nicht zuvor noch zu. Okay, Party mag ich nicht. Die Priester sind nicht sehr nervig. So. Mensch, versteck dich doch nicht. Ich will doch nur ein paar Fotos von ihr machen. Wieso die Geister immer so kamerascheu sind? Weil mich so die immer in der Wand stecken müssen. Kommt der hier wieder raus? Scheinbar nicht. Ach doch, jetzt. Okay, er macht noch mit 12 Schaden mehr, nachdem ich jetzt dritte Level reingesteckt habe in die Sensitivität. Es zahlt sich aus, selbst wenn es nicht so wirkt. Was ist da dann? Mensch, der Schüler hat irgendeine Tür oder so. Ah ne, das kann man nehmen, ja. Lass dich einfach in Ruhe. Zeremonienmeister Notiz 1. Der Groll des wird immer stärker. Ich habe keine Aufzeichnung gefunden, dass er schon einmal so stark war. In letzter Zeit gab es mehr schlechte Ernten und mehr Todesfälle. Bald kommt die Zeit, da wir die Reue dafür zeigen müssen, dass Tachibanas Familie das Ritual nicht vollzog. Die Hälfte der Trauernden hat der Groll verrückt gemacht. Sie sprangen in den... Wir brauchen mehr Trauernde, also nehmen wir die Sünde. Wenn wir nichts unternehmen, wird der in wenigen Jahren ausbrechen. Ich muss meine Tochter für das Ritual nehmen. Sei und Jai müssen gereinigt werden für das Dorf. Okay. Ja. Was auch immer die mit ihren Opferungen haben und bösen Geister und keine Ahnung was. Man, ist wirklich was gebracht hat, ja scheinbar nicht. Sei man ja geflohen mit dem Jungen, den Verbliebenen. Der Kusabi beruhigte den etwas.
Aber nach Rumorte werden die Zwillinge nicht zurückgebracht. Lugte das Dorf. Es sind meine Töchter. Ich muss sie finden. Auf der Gargale steht eine Weihrauchschale voller Asche. Ich weiß gar nicht mal. Im ersten Teil ging es ja auch um Familienopferungen und um ein paar Rituale. Oh, schon mal ein Kristall. Okay. Noch zwei Kristalle, weitere Geisterkugel. Ja, da hat man auch definitiv mehr von den Ritualen gesehen. Hier ist das eher mehr so. Ja, okay, man liest drüber, aber man sieht nichts direkt. Macht das Ganze schon wieder einen dicken, langweiliger? Muss ich ganz offen ehrlich sagen. Ich meine, die Geister sind auch nicht so aktiv wie im ersten Spiel. Da war das Ganze dann doch irgendwo teilweise fast unspielbar. Wir haben sie es gut gebalanced. Aber eigentlich schon fast ein bisschen zu schwach gemacht. Aber okay. Ist auch wahrscheinlich schwierig, dass man so ein Spiel balanced, wo man quasi als einzige Waffe eine Kamera gegen Geister hat. Ist halt ein bisschen schwierig. Ich meine, ich finde noch sehr viel Heilung. Und ich habe fast nichts davon verwendet. Vielleicht heile ich mich auch gerade zu selten. Ist hier irgendwie ein Problem geraten? Ich glaube, der Kusabi, denn quasi der Geist, den man nicht mit der Kamera reinigen kann. Würde zumindest Sinn ergeben. Den, der ja irgendwas mit den Zwillingen zu tun hat. Zumindest mit Sai, glaube ich. Nachdem Yaya abgehauen ist, wenn man das jetzt so sehen kann. Nachdem ja Mio quasi Yari sein soll und Mayu quasi Sai. Okay. Hier ist noch ein weiterer Garten. Oh. Das Ganze führt uns sogar noch in irgendein weiteres Gebäude. Du musst auch zum Boden hart nachgeben, als du drauf getreten bist. Im Gang auf der anderen Seite ist ein ähnlicher Schalter. Okay. Und ist ja auch die Kamerad. Ah nee. Wir sind immer noch. Wir sind immer noch Mio und nicht Mayu. Da muss man immer genau drauf achten. Ja, ja, wir sind ja schon da. Das heißt, die Tür müsste sich jetzt öffnen. Okay, kein Gegner.
Speicherpunkt. Ich jetzt mal hier drüber. Okay. Ich glaube nicht, dass da noch mal nach draußen geht. Da wird mir ein Schattenschlüssel. Heißt, uns fehlt nur noch der Lichtschlüssel. Dann können wir das Gefängnis aufmachen. Das hatten wir allerdings schon in der Vision gesehen. Zeremoniemeister Notiz 5. Ja, er kommt nicht zurück. Hat sie Sai wirklich zurückgelassen? Hat sie im Wald überlebt? Wenn Sai gereinigt und allein ein Zwilling wird, könnte das den Stern beruhigen. Eine Aufzeichnung ist so ein Ritual zwar noch nie erwähnt worden, aber ich muss versuchen. Warum bist du weggelaufen? Warum kommst du nicht zurück? Ich meine, das ist jetzt eine gamma doofe Frage, warum man nicht freiwillig in den Tod läuft. Ich meine, ja, da muss ich den Vater auch nicht verstehen, wieso er nicht zurückkommt. Ist schon ein bisschen doof. Und hier haben wir ein weiteres Schloss mit Schmetterling drauf. Auf dem Altar liegen eine Reihe von merkwürdigen Instrumenten. Zahnlose Seile hängen von der Decke. Ist wahrscheinlich ein Ort für ein Ritual. Ja, natürlich. Wir haben jetzt zumindest einen Schlüssel. Komme ich hier zurück? Ja, die Türen lassen sich jetzt öffnen. Ist jetzt die Kamera richtig so komisch? Das war auch schon so. Keine Ahnung. Habe ich nicht so drauf geachtet. Wo könnte der zweite Schlüssel liegen? Also, ich würde jetzt mal spontan davon ausgehen, dass der zweite Schlüssel für die Zellen hier hinter ist. Allerdings müssen wir davor den Schmetterlingsschlüssel finden. Wieso müssen es schon wieder Seile sein? Solange nicht wieder irgendwer gefünfteilt wird, ist alles okay. Das war ja schon ein bisschen brutal. Allen von Menschen und gefünft halt. Hier geht's so nach oben. Jetzt habe ich nicht gesehen, dass hier nach oben geht. Eine weitere Linse. Die Sehnenlinse. Effekt zeigt dann auch als Ort eines Geistes. Benötigt spirituelle Energie 1. Upgrade verlängert Dauer an. Zeigt Ortsmarkierung an. Dadurch ist der Geist leichter zu sehen. Zur Benutzung die Dreitaste drücken, sobald ein oder mehr spirituelle Energiepunkte aufgeladen sind. Solange dieser Effekt andauert, ist der Geist leichter zu sehen. Besonders hilfreich gegen Geister, die für lange
längere Zeit verschwinden. Eine höhere Stufe verlängert die Dauer des Effekts und erzeugt einen Richtungszeiger im Sucher, der anzeigt, wo sich der Geist befindet. Okay. Ja, kann nützlich sein, muss jetzt nicht. Hier ist eh nichts zum Sehen. Das musst du auf dem Boden hat nachgegeben, als du drauf getreten bist. Das habe ich gerade gar nicht geachtet. Bleib mal hier. Ich wollte eigentlich nur das Notizbuch hier. Alles Zeit für das Ritual. Das Ritual, wo Itsuki und Mitsuki. Das Ritual von Itsuki und Mitsuki ist fehlgeschlagen. Mutsuki. So. Und dieses Jahr sind wir dran. Ich verlasse mit dir das Dorf. Itsuki hilft uns bei der Flucht. Und wir werden immer zusammen sein, wie versprochen. Eigentlich will ich nicht weglaufen, aber solange ich bei dir sein kann, folge ich dir überall hin. Lass mich nur nicht allein zurück. Ja. Es hat nicht sein sollen. Ah, da kommen wir hier hin. Zum Buch 2. Ich lag falsch. Genau wie Itsuki sagte, Unakatas Lehrer wird vom St werden. Das muss aufhören. Natsuki Mutsuki sollte nicht sterben müssen. Ich muss jetzt was tun. Ein verhüllter Priester brachte seinen Zellenschlüssel in den Seiltempel. Hat will anscheinend ein aus dem Mann machen, obwohl er Monakatas Lehrer ist. Ein Zellenschlüssel ist in Vaters Bücherregal versteckt. Um den zu besänftigen, gibt es nur einen Weg. Wenn wir das Purpur vollziehen, muss vielleicht niemand mehr so leiden. Okay, das zweite Schlüssel ist im Bücherregal. Wo war das Bücherregal? Oder war das hier im Nebenraum? Das würde mich jetzt wundern, weil da hat mir eigentlich alles untersucht. Ist hier noch ein Weg nach oben? Nö. Okay, das heißt, der Raum ist nicht gespiegelt. Dann müssen wir zu den Bücherregalen. Jetzt haben wir hier die Abkürzung. Oder war das nicht direkt? Nee, ich glaube nicht, dass das gemeint war. Ja, ich komme nicht schon nach. Spätestens, wenn die Tür zugeht. Ich glaube, hier ist das nicht gemeint. Sehe ich zumindest nichts leuchten. Dann ist das hier drüben gemeint. Da waren ja auch noch Bücher. Das wirkt ja auch wie eine Art Büro oder so. Also mal schauen, ob hier der Schlüssel ist. Hier habe ich mit komplizierten Titeln stehen auf dem Regal. Das nicht gemeint.
Okay, wo gab's noch Bücher? Hier lag ja nichts. In der Schublade ist übliches Papier. Nichts besonders Nützliches. Wo waren noch Bücher? Hatten hier Bücher, wir hatten hier drüben Bücher. Was übersehe ich gerade? Spreche mal. Das mache ich sie erst recht wieder nicht. Lass mich vorbei. Also manchmal steht sie wirklich auch nur im Weg rum. Ich meine, sie ist ein guter Geisterköder und sie hat ja auch keine Lebensanzeige. Hier ist nichts. Hier waren nicht auch noch Bücher. Ah, zunächst Buch. Das Purpur-Ritual. Im Purpur-Ritual werden die Schreinzwillinge wieder eins. Sie werden ein Gottheit und beruhigen den. Der Jüngere bleibt in unserer Welt. Der Ältere durchquert den und beruhigt die. Ja, okay. Im Eingang des Raumes steht eine dämonisch aussehende Statue. Was hier noch Bücherregale? Du siehst den Raum unter dir. Anscheinend bist du direkt über den Eingang. Auch spannend. Aber hier waren keine Bücher mehr. Weil hier ist noch eine Dämonenstatue. In der Zimmerecke ist etwas, was das von einem Tuch verhüllt ist. Unter dem Tuch siehst du die Füße einer Statue hervorstehen. Das sieht aus wie zwei Statuen. Wo hatten wir noch Bücher? Nein, hier muss ich nicht raus. Das war die falsche Tür. Bücher, Bücher. Ich überlege gerade. Aber ich wüsste jetzt keinen Raum mehr, wo ein Bücherregal war. Hier ist ja auch kein Bücherregal. War hier drin noch ein Bücherregal? Nee, hier drin selbst. Oder war das hier ein Bücherregal? Nö, da ist auch kein Bücherregal. Hier hatten wir auch keins. Das gibt's doch nicht. Das übersehe ich. Gute Stadt verstehen auf der Zahl. Das kann mich egal. Kannst du durch das Fenster im Wohnen sehen. Viele Leute müssen hier früher gebetet haben. Ja, dann komme ich hier nicht mehr durch.
Doch, da komme ich noch mal durch. Bleibt mal kurz hier. Ah, hier noch ein Bücherregal dran. Nö, sieht nicht so aus. Wieso zählt das schon wieder nicht? Keine Ahnung, wieso das schon wieder nicht zählt. Okay, vielleicht brauche ich auch die Geisterszene. Auf der anderen Seite des Gitters hast du etwas fallen gehört. Das Brett. Okay. Und noch schnell den Schlüssel. Ja. Wir laufen nur ein Stück vor, du wirst die dann teleportiert. Ist ja nicht so. Als würden wir sie zurücklassen. Wahrscheinlich wird uns das später dann noch irgendein Problem einbringen, wenn wir das zu oft machen. So, nochmal hier rein. Mensch, bleib doch stehen. Ich halt schon wieder hin zur Tür, ich weiß ja nicht. Das ist natürlich dann du, wenn es der hin zur Tür sich versteckt. Kannst du mir mal eine Stärke von Film? Muss ich nicht so oft angreifen. Halt schon wieder da irgendwo hinter einer Wand. Ja, komm schon. Das macht 92 Schaden. Gar nicht mal so wenig. Ja, wo ist das schon wieder? Hin zu mir. Ein Bild noch. Ein schönes. Ein schönes für 2000 Punkte. Okay, was für erste Kugel? Ein Schlüssel? Das Bad ist weg. Die Bruderstadt aus dem Regal versteckt.
Bruder starrt sie aus dem Regalversteck, hält einen kleinen Schlüssel. Ja, der Bruderstadt ist einige leere Bücherregale. Das Holz trägt eine Inschrift. Gravier den Purpurschmidt zu lang, um zu versiegeln. Gibt es kein Opfer, zergroll mit einer Kusabe. Buch in das Regal stellen, ja. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das gehört. Okay, ich kann mich noch mal lesen. Ein Jahr wird in der Zeremonie es braucht einen großen. Okay, das war das CM. Das war das Purpurschmetterlings-Ding. Das Ritual nicht vollzogen wird. Das war auch irgendeine Erklärung. Das ist das Tabubuch. Welche Reihenfolge die hingehören. Alle Bücher sind insortiert, aber es passt nicht. Zuerst gehört das Ritualbuch, dann gehört das. Zwillingsbuch? Das Buch. Okay, ich hab. Verschmetzerling, um zu versiegeln, gibt es kein Opfer, Zergeheul mit einem Kusabe. Okay, letztes gehört Kusabe, als zweites gehört das Tabubuch. Ich verstehe es, zumindest zu halb. Tabubuch. Das? Ne, es ist, wenn das Ritual nicht vollzogen ist. Das ist das dritte. Reue. Das war das letzte, das Ritualbuch. Das war das erste. Das Zwillingsbuch war dann hier. Ne, das Zwillingsbuch war als erstes. Dass das immer wieder zurückdreht. Das muss eigentlich passen. Das habe ich schon wieder falsch gemacht. Ritualbuch, Tabubuch. Ich
Schmetterling. Okay, dann gehört es hier. Das ist voll, okay. Das war richtig. Und wir haben den Lichtschlüssel. Okay. Na gut. Als der Part eh schon wieder viel zu lange geht, wäre ich ihn an der Stelle auch schon bin. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht, das wollt, könnt ihr euch gerne Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Project Zero 2 Crimson Butterfly wieder. Ciao.